So, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, hier in unserer wunderbaren Erfolgscommunity, Community, langsam, 21/22. Einen wunderschönen und sonnigen guten Abend wünschen wir euch, die Irmgard und Nicole, guten die Abend, ihr Nicole. Lieben. Herzlich willkommen hier, Nicole, zum Erfolgsinterview. So schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden gleich darüber sprechen, wie du es endlich nach einer Odyssee von Jahren geschafft hast, dein Herzensbusiness an den Start zu bringen und voll durchzustarten. Yeah, eigentlich müssten wir hier die Champagnerkorken jetzt knallen lassen, ne? Ja, Das eigentlich machen schon, wir auch ne? noch. Okay, ihr Lieben, schenkt uns gerne doch mal einen Daumen hoch und ein Herzlein, da freuen wir uns drüber oder Einhörner oder was auch immer, damit wir wissen, dass wir gut zu sehen und zu hören sind oder was euch immer da auch einfällt an Smileys. Muss mal gerade gucken, ob hier auch die Übertragung passt. Und dann können wir gleich losstarten. Ich sehe es jetzt hier gerade auf dem Handy nicht. Müsste passen, aber ich will mich vergewissern. Nicht, dass wir hier quatschen. Und es klappt halt mit der Übertragung. So, ihr Lieben, mein Test hier, ja, es funktioniert. Gut, alles klar. Liebe Nicole, nochmal herzlich willkommen. Nochmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig jetzt. Das wird ein Feuerwerk an Inspirationen, kann ich dir sagen, liebe Zuschauerin. Lieber Zuhörer, stell uns auch gerne deine Fragen. Schau mal anschließend gerne auch ins Kommentarfeld noch rein. Gell, Nicole, du nimmst dir da bestimmt noch Zeit. Wenn Aber noch Fragen gerne. aufkommen, da auch noch da zu sein. Na klar. Okay, liebe Nicole, wir wollen jetzt drüber sprechen, wie du es endlich, man kann schon sagen, nach verflixten 7 Jahren es geschafft hast, dein Herzensbusiness an den Start zu bringen und voll durchzustarten und richtig, richtig mega einen Quantensprung zu machen. Aber erzähl uns doch erstmal, für diejenigen, die ich jetzt noch nicht kennen, wer bist du und ja, wir kennen uns jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, ne? Da hast du mir gegenüber gehockt, also vor wenigen Monaten erst. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Nicole. Erstmal nochmal ganz lieben Dank für die Einladung, dass ich heute wieder hier sein darf. Das freut mich natürlich total, dass ich das hier auch in der Gruppe teilen darf, was das alles mit mir gemacht hat, diesen Schritt zu gehen, der sich wirklich, wirklich gelohnt. Ja, ein paar Worte zu mir. Also Nicole, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ich lebe mit meiner Familie in Hückeswagen. Das ist so mitten im Bergischen Land. Ich habe irgendwann mal den Beruf der Industriekauffrau gelernt. Ich höre uns irgendwie. Und hatte ich schon gesagt, glaube ich. Gibt hier eine Rückkopplung. Das irritiert mich gerade etwas. Alles gut, ich habe es ausgeschaltet. Geht Okay, jetzt. super. Es gab irgendwie so eine Rückkopplung. Ja. Ja, ich habe also den Beruf der Industriekauffrau gelernt, aber so auf dem Weg, wie das vielleicht viele von euch auch kennen, so nach der Schule musst du eine Ausbildung machen, um Geld zu verdienen, musst irgendwas machen. Und so bin ich zu dem Beruf Industriekauffrau gekommen. Das hatte nichts mit dem zu tun, was ich gerne machen wollte. Ja, aber ich habe es dann eben gemacht. Ja, nach einigen Jahren habe ich dann auch gemerkt, also hier so im Büro und diese feste Anwesenheitspflicht, das ist irgendwie nicht meins. Und bin dann 2006, also in dem Jahr, als ich schwanger wurde, an Persönlichkeitsentwicklung gekommen, das erste Mal, weil sich da mein Leben ja komplett geändert hat und ich in einer Situation war, wo ich gedacht habe, es bricht jetzt alles zusammen, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll in meinem Leben. Und bin so ja, zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Auf diesem Weg habe ich schon ganz, ganz viel gelernt und ich habe das auch mitgebracht, habe dann 2007, Quatsch, 2013, 2013 war es das erste Mal, meine Vision Oh, wie schön. auf Wow. dem Rechner abgespeichert. Da war Finn dann 6 Jahre alt und da war schon Nicole Steinbach Erfolgs- und Motivationstraining.
Cool. Also seitenweise hier, ne, zusammengeschrieben, was ich alles gemacht hatte. Und es war total klar, boah, das möchte ich irgendwann machen. Weil ich natürlich auf diesem, oder als ich damit angefangen habe, Persönlichkeitsentwicklung schon viel in meinem Leben verändert habe, was natürlich auch die Menschen mitbekommen haben und dann immer wieder gesagt, boah, Nicole, du musst das machen, mach das Ja. doch, warum machst du das nicht? Ja. So, und irgendwann, wie gesagt, der erste Schritt war dann einfach diese Vision mal niederzuschreiben. Und da Das habe ich ist eine gesagt, regelrechte Broschüre, die du damals schon erstellt ja, hast. total. Wow. Es war fertig, also nicht ganz fertig, was, also heute ist noch ein bisschen was anderes draus geworden, aber es war schon klar, mit Menschen zu arbeiten und anderen Menschen zu zeigen, dass alles in uns ist, um das zu erreichen, was wir wollen. So, habe das aber dann in meinem, ja, dann doch wieder vergraben, weil das Außen, also ich habe es dann sogar getraut, mich sogar getraut, das zu zeigen. Ja, aber du hast es nicht gelernt, du bist ja kein Coach, du kannst nicht einfach sowas machen. Und dann habe ich das dann oft genug gehört und ja, ich gehe zurück. Ich bleibe mal hier. Das hat Ja. mich aber nie losgelassen. Also ich habe da immer weitergemacht und ach, wie viele Bücher ich gelesen habe. So, aber es fehlte so, ne? Und der Druck, also in meinem Angestelltenverhältnis wurde aber immer lauter, also immer schlimmer, die innere Stimme immer lauter. Das ist nicht meins, das kann es auch nicht gewesen sein, dass ich hier mein Leben lang mit so einer Stempelkarte in meinen Tag starte und mit dieser Stempelkarte wieder auschecke und dann in mein Leben starte, wo dann aber auch ganz viele Verpflichtungen sind und ich bleibe eigentlich total auf der Strecke. Ja. Ja, und dann bin ich oder darüber hinaus, habe ich den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nebenbei, und zwar ins Network. Ist auch mein Herzensnetwork, das wird's auch immer, wird mich immer begleiten. Ich liebe die Produkte und da konnte ich das erste Mal in das Ding einsteigen, nämlich mit anderen Menschen zu arbeiten. Und habe dann ja, direkt Teamaufbau gestartet, viele Menschen in mein Netzwerk geholt, die ich auch begeistern konnte, mit der traurigen, ja, doch, kann man so sagen. Also es war nicht zufriedenstellend, weil das, was ich so verspürt habe, also das war ich nicht in der Lage, dauerhaft zu transportieren. Also ich habe gemerkt, bei den Menschen, die haben alle das Feuer, sind auch eingestiegen und dann war die Flamme wieder weg. Weil von außen unheimlich viel passiert ist und dann wurde ich total, ja, unglücklich. So richtig. Dann habe ich gedacht, jetzt bist du in die Selbstständigkeit gegangen, jetzt hast du dir das aufgebaut. Und dann kam so die Idee, was denen fehlt und was mir fehlt. Mir fehlt die Klarheit, was willst du jetzt eigentlich wirklich? Du machst da ein bisschen wurschtelst du rum und da wurschtelst du rum, aber das fehlt noch was. Und was brauchen die Menschen? Was fehlt denen, dass die nicht dranbleiben? Und dann kam so für mich die Erkenntnis, das richtige Mindset, auch wenn das jetzt abgedroschen klingt, ist auch abgelatscht der Begriff. Ich meine damit einfach die grundsätzliche Einstellung zu selbst, zum Leben. Ne? Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die das leben, was ich leben wollte. Und da bin ich über dich gestolpert im Netz und habe dich da so richtig schön gestalkt. Dann habe ich Okay. gesehen, wow, ja, das Seelenplan, das klingt gut. Seelenplan, entdecke deinen Seelenplan. Ich glaube, das ist genau das, was ich suche. Und dieses Wort hat mich erstmal an dich gefesselt. Dann habe ich ja weiter mal so ein bisschen beobachtet. Aber es ging dann recht schnell. Dann hast du ein Live gemacht. So ganz natürlich und nix, ne? Also ich hatte so richtig dieses, die macht einfach ihr Ding. Die macht einfach ihr Ding. Genial. Und die arbeitet mit Menschen und hilft Menschen dabei, in ihre volle Größe zu kommen. Und dass die Menschen erkennen,
was sie tief drin wirklich wollen und das rauszuholen. Ja, und dann Mhm. habe ich auch ziemlich schnell bei dir gebucht. Ja. Und haben wir, so wie jetzt, uns das erste Mal gesehen. Genau. Und damals saß mir eine ganz andere Nicole gegenüber. Ja, total Wäre traurig. schön, wenn wir so ein Vorher-Nachher-Bild hätten, rein von der Ausstrahlung Ja. her. Es ist wie eine Neugeburt. Du Ja, hast jetzt so viel Esprit, also der Esprit, der war ja da, aber den galt es jetzt einfach mal ans Licht zu bringen und da in die Welt zu bringen, ne? Und so sind wir dann erste Schritte gemeinsam gegangen. genau, Die ja. eine oder andere Session gehabt, nochmal gedreht, nochmal gewendet, nochmal Schnitt gemacht, nochmal Klick gemacht. Ja. Absolut. Und jetzt, wenn ich dir damals das so prophezeit hätte, dass du nach so kurzer Zeit, du hast mir die Woche erzählt, dein Postfach läuft auch schon über von Nachrichten mit zufriedenen Kundinnen, das ist so ein Segen, ne? So Das eine hättest du Erfüllung. damals in dem Stil wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht an mich geglaubt. Also, ja, ich habe einfach die Nummer mit, oder wie du das Programm machst, das war für mich mega. Weil ich habe das mit deinem Programm wirklich, wirklich verstanden. Verstanden und es anzuwenden. Ich habe das einfach umgesetzt. Da waren auch Sachen bei, wo ich jetzt gedacht habe, naja, okay. Aber ich wusste, wir hatten ein Gespräch, du hast gesagt, wenn du das machst, dann kommst du dahin. Wenn du da jetzt stehst und willst dahin, ich bringe dich dahin, aber mach das, was ich dir gebe. Und an diesen Satz habe ich mich immer wieder erinnert und habe gesagt, und das geht nur, wenn ich das jetzt auch so mache. Ich mache das jetzt so. Und dann kam was ins Rollen. Also das wurde immer einleuchtender, immer klarer. Ja, da hat sich eine Nummer nach der nächsten aufgelöst, was dann letztendlich ja das Licht ins Dunkel gebracht hat und das alles jetzt ja. Das Die neue Vision Leben ist ist einfach da. war geboren. Ja, Dass ja. alles plötzlich Sinn machte, auch alles bis hierher, bin ich total dankbar für jede Situation. Und es ist auch heute noch so. Es regnet Erkenntnis. Und ich glaube, das hört aber auch das ganze Leben gar nicht auf. Das ist einfach das Leben. Ja. Aber dein Programm war der Durchbruch. Und du weißt selber, wo wir ja noch, da waren auch ein paar harte Nüsse dabei, ne? Ja, genau, deshalb sage ich. Also, das gab es schon mal noch so das ein oder andere, wo wir nochmal Ja. gedreht haben, nochmal geschraubt haben Ja, und auch mal absolut. so den kleinen Tritt, ne? Jetzt aber mal bitte so und Klartext und sowas, ne? Absolut. Aber großes Kompliment an dich, du hast wirklich aufgesaugt, du hast nicht viel in Frage gestellt, sondern hast einfach gemacht und das ist auch mit das Erfolgsgeheimnis, warum du da stehst, wo du jetzt stehst. Das, was ich dir serviert habe, ist das eine. Aber das Umsetzen, dann wirklich, wie du gesagt hast, das ein oder andere war dann, wo du gedacht hast, na ja, was soll das oder wie auch immer. Ja. Aber du hast einfach gemacht. Und das ist auch mit das Wichtige, dass du es geholt hast wie ein Kuchenrezept und einfach nachgebacken hast. Und deshalb stehst du jetzt da mit Umsatz, mit zufriedenen Kunden, dass dein Postfach auch überläuft und den Himmel auf Erden hast, kann man so sagen, ne? Ja, es ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Wirklich, es gibt jetzt in meinem Leben keine Trennung mehr. Deswegen heißt es auch, sage ich ja immer, raus aus den Verstrickungen. Es ist alles jetzt eine runde Nummer. Also ich unterscheide nicht mehr zwischen Privat und Job oder es ist jetzt nur noch mein Leben übrig Ja, geblieben. ja, ja. Das ist magisch, das ist mega. Ja. Das ist auch das Ding mit, wo viele sich da draußen und du vielleicht auch, die uns jetzt zuschaut, sich fragt, ja, so mit gar nichts machen, Geld verdienen und so, wo dann manchmal so Fragezeichen in den Augen sind. Weil das ist genau das Ding. Selbstverwirklichung, ich wirke, das ist wie ein Hobby, da geht man drin auf und dann macht Ja, man, genau so. ne?
Das, Den was Hobby. das einen selbst ausmacht. Und dann vergisst man Raum und Zeit. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag da hocken auf der Couch und rumsingen oder so. Aber Selbstverwirklichung heißt, ich wirke, ich bin mir meiner bewusst. Und das ist auch das Ding, was sich hinter dem Thema Seelenplan verbirgt, Lebensaufgabe. Das Ding genau zu wissen, warum du hier bist. Und da haben wir bei dir ja auch nochmal das, was du an Wissen schon mitgebracht hast, auch aus Erfahrungen, aus der Selbstständigkeit, dein Network-Unternehmen, diese Dinge, die haben wir nochmal genau durchleuchtet und haben dann so das eine Ding herausgefunden, was die Nicole wirklich ausmacht und alles andere dann zu einem wunderbaren Ganzen zusammengefügt. Ne? Genial. Und so ist dann auch dein eigenes Programm entstanden. Du hast auch eine Facebook-Gruppe inzwischen gegründet. Verrätst du uns die? Gerne. Raus aus deinen Verstrickungen, rein in dein Traumleben. Raus aus den Verstrickungen, rein in dein Rein ins Traumleben. Traumleben. Schön. Egal, wer wo steht, da wird ein Fundament errichtet. Ja. Ja. Wer ist da so deine Zielgruppe? Frauen wahrscheinlich in erster Ja, Linie, in oder? erster Linie Frauen, genau. Also Frauen, ich habe jetzt einfach mal so also von 35 bis 50, sage ich mal so, diejenigen, die so noch so richtig auf der Suche sind, die vielleicht auch schon viel gemacht haben, die so wie ich dann seinerzeit da standen und schon so eine, ja, so eine Ahnung haben, was es sein könnte, sich aber nicht trauen. Oder auch die ganz neu in die Selbstständigkeit einfach starten möchten und ja, Schmuck und Wellness begeistert sind. Da Ja. könnt dann, ne, da gebe ich eben auch die Möglichkeit, mit mir in Begleitung in die Selbstständigkeit überhaupt zu starten. Ja. Also es geht darum, diesen Frauen einfach raus aus den Versch zu sich zu führen, eine Reise zu sich selbst und sich selbst zu verwirklichen. Ja. Ja, kannst du ja nachher den Link noch in die Gruppe hier reinposten, für Sehr diejenigen, gerne. die sich für interessieren. Die dürfen bestimmt auch in deine Gruppe dann kommen, ne? Ja, herzlich Sehr willkommen. schön, wunderbar. Was hat sich denn jetzt auch so in deinem Familienleben so verändert? Ich meine, du hast ja ein Kind, du hast einen Mann. Oder gab es da überhaupt Veränderungen? Ja. Weil wenn ich an mich früher zurückdenke, die Family, die hat sich gewundert, wenn ich morgens in aller Früh schon mit großen, strahlenden Augen da stand. Inzwischen wissen die das, dass ich voller Freude aus dem Bett hüpfe. Wie ist denn das bei dir, Nicole? Ja, ähnlich. Also sehr ähnlich. Das war bei uns zu Hause immer schön. Daher ist auch diese Nummer hier oder die ziemlich lange schon sehr schön geworden. Aber was bei uns, also das ist bei uns unser täglicher Humor. Wenn ich dann so Richtung Terrasse gehe und irgendwie mein Handy und vielleicht ein Buch dabei habe und ich sage, ich arbeite jetzt. Ja, ist klar, ne? Also so, es ist einfach total schön. Das sprudelt natürlich auch über. Ich bin natürlich viel gelassener. Ich weiß ja, was, ich merke das sofort, wenn irgendein Programm ein Muster anfängt. Ich bin viel gelassener, was Finn angeht. Mit Schule, mit ihm mache ich auch Aufgaben aus dem Programm. Der entwickelt sich natürlich auch ganz anders. Was wiederum auch bei Schulkameraden ankommt, bei Lehrern ankommt. Also man merkt, es schwappt überall über und das ist eine Energie, die die Menschen gerne haben, die gerne zu uns kommen, die, und das ist hier zu Hause natürlich genauso. Ich weiß heute, wie wichtig es ist, schon mit einem, also wie ich aufstehe, nicht einfach zack aus dem Bett, wie ich den Frühstückstisch herrichte, wie ich einkaufe, wie ich die Dinge, die zu tun sind, erledige, nämlich dass ich sie schön und für alle natürlich. Und das, ja, das liebt die Familie natürlich auch. Das hat sich total verändert. Ja. Also, ja, ganz viele Sachen, die viel schöner geworden sind und wo man Ja. gemeinsam auch in die Gestaltung geht, in die Vision geht, ne? Und was noch? Und was machen wir jetzt noch zusammen und mit Finn? Und das ist einfach, das ist genial. Ja. Und im Hinblick auf die Partnerschaft ist es wahrscheinlich auch so, dass so die rosarote Brille mal wieder öfter auf der Nase Total, hockt, ne? total. Nur rosa-rot, wirklich. Weil, Sehr ja, du schön. siehst natürlich dich und auch deinen Partner ganz anders. Du, wenn du gelernt hast, nicht mehr zu bewerten, Ja. wenn du nur noch fühlst,
Ich weiß nicht, also diejenigen, die jetzt zugucken, wenn ihr da noch nicht seid, das, boah, das lohnt sich so, weil wenn man da ankommt, es ist nur noch schön. Also nicht zu verstehen mit, also das Leben ist immer so, ist auch gut so, weil wenn so, dann ganz schlecht. Das ist das Ende, ne? Also es gibt natürlich auch immer noch Talfahrten, aber ich weiß heute und fühle das auch so, das ist das Leben. Wo ist das Geschenk? Wo ist die Lösung? Genau. Tendenziell zu den Talfahrten. Es ist ein Unterschied, ob das immer so ist und tendenziell runtergeht oder ob das so ist und tendenziell hochgeht. Richtig, auch da. Das sieht man im Laufe der Zeit fast schon so als Salz in der Suppe an. Also es ist ja nicht so, als wenn das bei mir alles immer glatt läuft. Ich habe ja auch meine Herausforderungen immer Da hat die noch. nicht. Man weiß dann genau, okay, nächste Herausforderung steht an, gleich nächster Quantensprung steht im Grunde genommen an. Und man ist nicht in der Schlussfolgerung drin. Es funktioniert jetzt nicht oder wie man das dann früher so gemacht hat, sondern gleich in der Frage, okay, interessant, was jetzt hier sich gerade dir zeigt, wie habe ich das in mein Leben gezogen, wie kann ich das jetzt verändern? Und zack, springt man drüber, geht drum rum oder löst sich auf oder was auch immer. Wundersame Dinge geschehen da quasi, ne? Ja, und was ich auch so toll, es macht einfach mittlerweile Spaß. Ich stehe gerade auch wieder vor so einer Herausforderung. Und da gibt es auch so ein paar Sachen von außen, die da so kommen. Und oh, dann war das irgendwie ganz grausam, einen Moment lang. Und dann stopp. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin. Was läuft hier eigentlich gerade ab? Also, dieses, man ist wie so ein Detektive unterwegs und man weiß, also so auch in diesem Vertrauen, da irgendwo ist das Geschenk und ich werde das auch finden. Also du, das ist nicht mehr dieses, dass du in so eine Negativspirale reingehst, ne? Und das sind zum Beispiel alles Dinge, die ich durch dein Programm wirklich gelernt dann und verstanden habe. Das ganze Wissen, was ich schon hatte, war super, war richtig, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich das verstanden habe, was damit auch gemeint ist. Und das sind genau die Dinge, und die brauche oder ich benutze sie für mich jeden Tag. Jeden Tag. Und es wird immer einfacher. Und ich denke mal, es ist wie Schreiben lernen, wie Autofahren. Irgendwann geht es dann über, ne? Genau, Und dann denkt man immer drüber nach, dann ist man das quasi. ja, Dann und ist dafür man bin das. ich so dankbar. Das, also, ja. Genial. Und die Herausforderungen, die jetzt anstehen, ja, die werde ich meistern. Ne? Es Und ist völlig außer Zweifel dann, man hat aufgehört, an sich selbst zu zweifeln und da bist du auch schon inzwischen längst angelangt, dass du genau weißt, ja, jede Herausforderung ist der nächste Quantensprung. Du brauchst dir nie wieder Sorgen zu machen um dein Business, weil du jetzt das Herzensbusiness machst, was wirklich die Nicole ausmacht. Du brauchst dir keine Gedanken mehr um irgendwelche Krisen oder was auch immer da draußen irgendjemand auf die Idee kommt zu machen. Du weißt immer ganz genau, was zu tun ist und deshalb brauchst du dir auch um finanzielle Dinge keine Sorgen mehr zu machen, weil du auch da die Stellschrauben hast, wie was zu tun ist, wann, ganz gleich, wer da draußen uns irgendwas anderes erzählt. Und das ist so beruhigend, das lässt uns so richtig ruhig schlafen auch. ja, Ne? genau. Dieses Vertrauen, das habe ich dir ja schon gebeichtet, diese ersten 4 Wochen auch in deinem Programm, das gebe ich auch so weiter, weil das ist einfach die Basis schlechthin und da geht es ja genau darum, das innere System zu reinigen und auch ins Vertrauen zu gehen. Das ist, also wenn du hier in der Gruppe bist, buch dir dieses Gespräch, mach das Danke. und Ja, ja. ja, ja. Ja, ich habe heute Morgen noch mit einer gesprochen, mit der war ich ein zweites Mal verabredet. Die hat mich schon gleich so angestrahlt, hat gesagt, was passiert? Sie sagte zu mir, seit unserem Gespräch die Woche haben sich schon so viele Knoten gelöst, wo ich gedacht habe, ups, was habe ich denn gemacht? Ne? Also es hat auch viel mit der Energie zu tun, die man da weitergibt. Und so ist das ja bei dir inzwischen auch. Und was dich wahrscheinlich genauso wie mich so sehr freut, ist, dass wir das auch unseren Kindern mit auf den Weg geben. Ja, unbedingt. Das Ne? ist Da wird ja eine ganz unbedingt. andere Basis auch gelegt und die ahmen uns ja letzten Endes nach, ob wir das wollen oder nicht.
Und auch das ist dann so schön, ne? Das hast du ja Finn eben. benutzt schon diesen einen Satz jeden Tag. Ach ja, ich weiß, Mama, ist nicht deine Energie. Meine auch nicht. Also der hat den schon total für sich übernommen. Der zieht das zwar immer so ins Lächerliche bei mir, der ist 12, ne? Aber er von sich, wenn er merkt, es läuft nicht ganz rund, bei sich, dann, naja, bin ich wieder nicht in der Energie. Stimmt. Ja, aber daran sieht man, er hat es aufgenommen und in dem Alter, total, total. Ja, da ist so das ein oder andere dann nicht so cool, das dann auch eben so zu Ja, tun. ja. Genau. Ja? Aber das wandelt sich ganz von selbst. Das kann ich dir aus Erfahrung von meinen Kindern sagen. Also, da werden mit Sicherheit noch ganz, ganz großartige Dinge entstehen. Das glaube ich auch. Da bin ich ganz, ich bin sicher. Ich weiß das. Ich bin da total im Vertrauen. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast so viele Perlen und so viele Impulse jetzt schon mit unseren Zuschauern hier geteilt. Das hoffe ich. So viel Esprit kommt drüber. Ja, deshalb überlege ich jetzt gerade, ob das überhaupt die richtige Frage ist, so eine Abschlussperle noch unseren Zuschauern mitzugeben. Hast du da noch was auf Lager, Nicole? Geh für dein Ding. Glaub an dich. Egal, wo du jetzt stehst, ob du schon eine Ahnung hast, was es sein könnte, oder ob du völlig einfach nur spürst, dass du das, was du da hast, nicht mehr haben möchtest. Egal, wo du stehst. Ich habe so viele Menschen auch kennengelernt schon, die das getan haben. Und die, also ich kann dir nur ans Herz legen, hör auf dein Herz, geh nach innen, finde das raus, geh in die Umsetzung, such dir jemanden, buch bei Irmgard, du bist hier in der Gruppe. Überleg nicht mehr lange, mach es. Geh für dein Ding, mach es. Dankeschön, liebe Nicole. Das ist eine super Idee. So gerne, von ganzem Herzen. Ja. Ja. Und du postest noch den Link zu deiner Gruppe für diejenigen, die da jetzt neugierig auf noch mehr Nicole geworden sind. Herzliche Einladung, in deine Gruppe zu kommen. Sehr gerne. Ich poste noch den Link dir rein. Wenn du ein Klarheitsgespräch dir buchen möchtest, schau im Terminkalender, wann noch was frei ist. Und dann freue ich mich natürlich auch auf dich. Und durchzustarten. Und von der Nicole werden wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel auch hören. Oh und ja! Sehen. Ne? Ja. Geht weiter. Okay. Immer schön, ne? Es bleibt zwar auf und ab, aber es geht immer nach oben. Genau, super. Ihr Lieben, vielen Dank für euer Dabeisein, für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. An dich nochmal vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Das war wirklich ein Feuerwerk an Inspirationen, an Impulsen für die Zuschauer hier. Das hoffe ich. Und wir werden noch weiter zusammenarbeiten und noch weitere Schritte gemeinsam gehen und noch eins obendrauf setzen, weitere Quantensprünge machen. Das machen wir. Gut, ganz liebe Umarmung, ganz viele Küsschen von mir auch an euch alle. Bis dann. Tschüss. Tschüss.